Hallo Leute, herzlich willkommen zu Guild Wars 2. So, ja, ich habe hier ein bisschen das Ganze beobachtet. So, wir sollen jetzt in der Folge mit Hauptmann Thackeray sprechen. Das machen wir jetzt. Oh, und wir beginnen mit einem Ladebildschirm. Hätte ich das bloß gehabt. Oh, das ging recht schnell. Okay. Wir haben das hier schon mal alles beobachtet. Schauen wir mal, ob der Held von Shamo etwas Licht in die Sache bringen kann. Boah, das ist also ein Horn. Der ist ja fast so groß wie ich. Okay. Lauren Thackeray, ich habe etwas zu sagen. Grüß euch. Ich finde euch interessant. Nicht nur, weil Lorenz so große Stücke auf euch hält. Ihr habt einen ganz eigenen Stil. Wusstet ihr das? Hallo, Hanrise. Im Vergleich zu euch bin ich nichts, Herrin. Was ich über Zwischenmenschliches weiß, lernte ich, indem ich die glänzende Klinge aus der Ferne beobachtete. Ja. Nun schmeichelt mir, ihr mir aber. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ihr werdet das noch weit bringen. Das hoffe ich, Gräfin. Guten Tag. Ich muss ja nicht sehr weit gehen. Es reicht bis zu deinem Schlaf. Okay, gut. Thackeray, ich muss auf andere Gedanken kommen. Hallo, Thackeray. Ich bin froh, dass ihr sicher da herausgekommen seid. Habt ihr etwas herausgefunden? Tell will das Vorhut-Hospital und das Waisenhaus vom Herz der Königin niederbrennen. Dieser Abschaum. Zwei Ziele werden uns über alle Masse beanspruchen. Wir müssen uns aufteilen, um beide Orte abzudecken. Ich werde die Verteidigung des einen übernehmen, Leutnant Friendly für das andere decken. Welche wollt ihr? Ja, das Waisenhaus oder das Hospital? Das Waisenhaus. Die armen Kinder und bla. Nee, Hospital. Da ist niemand drin. Dann kommt ihr mit mir. Gute Arbeit übrigens, wenn ihr ein Seraph wert, würde ich euch befördern. Danke, ich bin bereit, wenn ihr seid. Ted denkt, wir könnten nicht an zwei Orten zugleich sein. Aber okay. Genau dafür haben die Götter die Teamarbeit erfunden. 6 Vitalität, 6 Kraft, 6 Zähigkeit. Ich nehme Vitalität. Alles erledigt. Die heißt nicht Anrise, die heißt Anise. Anise, du brauchst eine Massage, so wie du dich da streckst. Okay. Das heißt dann, trefft Loran im Vorhut Hospital. Ja. Ladebildschirm. Na komm schon. Wir haben was zu erledigen. Hi Bär. Bär. Du. Wenn du ein Junges bist, wie groß bist du dann, wenn du erwachsen bist? Oh Gott. Okay. Nein. So, das Hospital ist, glaube ich, hier. Oder? Ja. Und das heißt, dass wir jetzt natürlich gleich dort hinlaufen. Dann nehmen wir den Aufzug. Geil, diese Architektur. Architektur. Ja. Einfach geil. So. Grüß euch. Ja, grüß dich zurück. So, und wir werden jetzt... Also die Jäger, die haben schon ein paar schöne Pets.
Ja, ich glaube, irgendwann mache ich mir auch einen Jäger. So, ja, die Instanz betreten. Moment mal, stopp. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich glaube, ich habe zu schnell gedrückt. Oh oh. Ich glaube, da stand irgendetwas von 8 oder sowas. Vom Hospital geht's hier lang. Los, weiter. Okay. Was machst du denn hier? Kein Tod für einen Soldaten. Was macht ihr denn hier? Schlag die Tür, das soll im Hospital sein. Na gut. Ich kann sie ja niederbrennen. So. Auf was wir? Auf sie! Gesetzeshüter. Della, oh, Johnny. Den Banditen brauchen Brandstifter. Boah. Was war das? Schnell raus hier. Gar nicht. Boah. Das ist der Johnny. Ihr habt einen angeschlagenen Malus erlitten. Mit jedem Malus, den ihr erhaltet, sinken eure Lebenspunkte im angeschlagenen Zustand, sodass es schwieriger wird, euch wieder zu sammeln. Okay. Ein Teil eurer Rüstung ist beschädigt. Charaktere, die mit Reparatur nach dem Namen gekennzeichnet sind, können euch weiterhelfen. Na gut. Ich will dann mal... Ihr wollt was von mir? Dann kommt und holt's euch! Ja, okay. Ich möchte aber eigentlich erstmal raus. Ich habe gemerkt, dass ich hier nicht vieles anstellen kann. Ja, so schnell war ich noch nie am Boden. Priesterin! Ah, hi. Wer würde Kinder etwas so Schreckliches und Gemeines tun? Naja, na wer denn wohl? Wir haben das Waisenhaus unter Kontrolle. Hauptmann Thackeray erwartet euch am Hospital. Ja, nur... Bitte, rettet doch jemand die Kinder! Wo ist die Feuerwehr? Ich muss erst mal... Ups. Ach so. Oje. Ich muss jetzt das erledigen. Gesellt euch zu den Patienten, die davor stehen. Wo sind die denn? Sei Dank. Priesen sei Dwayna und gepriesen sei der Held von Shaymore. Was? Meldet alles verdächtige Treiben. Die Ministerialwache kümmert sich um den Rest. Das ist Sache der Seraphen, nicht des Ministeriums. Meine Leute nehmen die Verhaftungen vor.
Wie ihr wollt. Sagt mir, Logan, wie konntet ihr so schnell reagieren? Unterschätzt niemals die Seraphen, Kommandant. Nun gut. Meinen Glückwunsch zu einer endlich einmal korrekt ausgeführten Aufgabe, Thackeray. Ministerialwache, ausrücken. Gut, hier sind wir fertig. Gehen wir zum Waisenhaus und sehen, was Leutnant Francis macht. Wenn es dort so ist wie hier, braucht er Hilfe. Kommt, wir gehen. Wenn Sie so viele Leute zum Waisenhaus geschickt haben wie hierher, steckt Francis in der Klemme. Okay, ich war aber vorhin dort, da war nichts. Aber vorhin, das war ja richtig. Das war ja so schnell. So, findet Leutnant Francis im Waisenhaus. Ja, da war ich doch vorhin. Fast am Ausgang. Zum Waisenhaus geht's hier lang. Los, weiter! Na, da ist er doch. Hi, Francis! Bei den Göttern schafft die Leute da weg. Das ganze Gebäude stürzt ein. Francis, wie viele Leute waren da drin? Schwer zu sagen. Wir konnten nur ein paar davon rausholen. Tut mir leid. Ich will sofort eine Liste der Toten und Verwundeten. Wer immer das war, wird für jeden Tropfen Blut bezahlen. Ein schwacher Trost, aber zumindest hatten wir im Hospital mehr Glück. Ted Rübennase wird nie wieder jemandem wehtun. Das reicht nicht. Die Seraphen hätten das Waisenhaus und das Hospital retten müssen. Wir müssen besser werden. Besonders, da Serentine hier rumschnüffelt. Sie taucht an allen Tatorten auf, aber immer zu spät. Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Erholt euch und dann kommt in meine Dienststube. Wir müssen unsere nächsten Schritte planen. Boah. Das hat mich vorhin weggehauen. Gefahr für das Hospital abgeschlossen. Fähigkeit, Vitalität, Kraft. Ich nehme wieder Vitalität. Juhu! So, Inventar. Inventar. Inventar, du störst meinen Blick. So. Charakterbildschirm. Ach so, das heißt hier Held. Held. Jetzt sind wir erstmal die Stoffsachen und die Leinenhose. Und es bleibt eben alles in der Farbe. So, so. Gut zu wissen. Ja, aber ist okay. Ja, besser das als wie ein bunter Specht herumzulaufen. So, das heißt aber jetzt natürlich, dass wir ein paar Sachen reparieren lassen. Und dann... Ja, was machen wir dann? Wir lassen ein paar Sachen reparieren. Wir versuchen das irgendwie mit dem Malus wegzukriegen. Ja. So... Und irgendwo hier. Ach. Wir müssen da runter. Wir müssen hier runter. Und müssen wir wieder zu Thackeray in seine kleine Halle. Eigentlich könnte ich mich diesmal portieren lassen. Map. So, hier hin porten lassen. Oh man, das mit dem Ladebildschirm, also da hätte ich auch gleich laufen können. Oh oh. Ja, das sind wir.
Also Scotty, also mit deinem Beamapparat, das ist irgendwie... Der ist sehr langsam. Oh, ja, Instanz betreten. Empfohlene Stufe 10. Ich bin aber... Was ist, wenn ich nicht 10 bin? Werde ich da rausklauen oder wie? Ja, da steht 10. Ich hätte Francis nicht alleine schicken sollen. Er ist ein guter Mann, aber... Ihr seid so hart zu euch selbst, Logan. Und zu allen anderen. Die Königin erwartet keine Perfektion. Warum tut ihr es? Ja. Loren, was ist denn los? Selbstzweifel? Hallo. Das ist nur ein kurzfristiger Sieg. Kommandeur Serentin öffnet eindeutig die Banditen. Sie sabotiert unsere Ermittlungen, bereitet die Banditen aus dem... unbefreit die Banditen aus dem Gefängnis, wenn wir mal welche geschnappt haben. Was sollen wir tun? Können wir Serentin verhaften und vor Gericht stellen? Nicht ohne feste Beweise oder ein Geständnis. Serentin weiß nicht, was aus dem Banditen, aus dem Brandstifter geworden ist. Daher könnte sie versuchen, Ted drüben aus dem Kerker zu holen. Ob mich die Gräfin als Ted verkleiden könnte? Ich könnte den Kommandeur dazu bringen, zu beichten. Das ist eine famose Idee, aber ich kann euch das nicht allein wagen lassen. Ich kann uns alle verkleiden. Ihr werdet Hilfe brauchen, wenn Serentin sich weigert, aufzugeben. Ja, dann, ich freue mich drauf. Bittet Anis, euch zu verkleiden. Ja, das machen wir. Leute, wir bitten Anis, uns zu verkleiden. Nur, jetzt ratet mal. Genau, nicht jetzt. Nein. Denn bevor wir das machen, möchte ich... Hallo? Ich möchte raus aus dem Distanzbereich. Und zwar möchte ich meine Rüstung reparieren und dann die alte Rüstung wieder, na, wie nennen die es, entzaubern oder irgend sowas? Nee, nicht entzaubern, sondern Inventar wiederverwerten. Ja, dann möchte ich meine alte Rüstung wiederverwerten. Und ja, mal schauen, was ich dann in der nächsten Folge tue, bevor ich das mache, weil das steht auch im Vorlauf ab Level 10. Ja, ich bin Level 8. Also ich habe noch 2 Level. Und da werde ich wahrscheinlich erstmal ein bisschen draußen. Ein bisschen bei den Leuten ein bisschen aufmischen, ein bisschen... Ministerin, ach, hier sind die Minister. Die ganze Ministerzeugs hier. Ja, also ich werde draußen vielleicht ein bisschen bei Events ein bisschen mitmachen. Level aufsteigen. Schauen, ob ich ein paar Sehenswürdigkeiten noch finde. So, dass wir erst mit... Genau. So, dass wir mit Level 10 dann wieder herkommen. Und die Quest weitermachen. Oh, Seraphim-Soldaten, Wegbeschreibung, Rüstungsschmied. Kann uns der Rüstungsschmied die Sache reparieren? Was führt euch her? Verkaufen, Rückkauf, Stufe 10 Rüstung. Nee, kann er nicht. Ja, ich glaube, das ist so... Die haben extra so Reparatur oder sowas haben die draufgeschrieben. Auf ihren Kopf. Ja, die haben auf ihren Kopf draufgeschrieben, Reparatur. So. Wegbeschreibung, Geschwindigkeit, Wegbeschreibung. Ja, Leute. Ich werde das dann wahrscheinlich offline machen. Und dann werde ich auch ein bisschen, wenn es geht, von Inventar ein bisschen ablegen. Obwohl, so viel ist jetzt... Nö, Inventar sieht gut aus. Und das würde dann heißen, dass wir hier erstmal da oben, da loggen wir uns aus.
Da war kurz Grafikfehler. So, wir loggen uns hier aus und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, macht's gut!